Herzlich willkommen, Silvia Geiser. Ich freue mich besonders, auch dich interviewen zu dürfen, heute anlässlich der Generalversammlung der Akademie Libelle. Auch Silvia ist, wie Michelle Stocco, die wir vorhin auch gehört haben, ein neues Mitglied der Akademie und wird dieses Jahr einen tollen zweitägigen Kurs mit uns und bei uns veranstalten. Herzlich willkommen, Silvia. Danke, Chantal, das freut mich. Es ist auch wunderschön hier. Mit dieser, wir hatten die Generalversammlung von der Akademie und es war ein wunderschöner Mittag. Und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch und es ist auch sehr lustig gewesen. Wir haben eine tolle Truppe. Ganz herzlichen Dank. Schön bist auch du jetzt hier und hörst uns zu. Ich habe nämlich eine tolle Botschaft für dich. Gerade wenn du interessiert bist an persönlicher Entwicklung und Blockaden zu lösen, könnte das spannend für sich sein, das Seminar, was Silvia anbietet. Sie ist nämlich ausgebildete Mallehrerin. Darf ich das so ausdrücken? Vor dem Abschluss der Ausbildung. Ja, wenn der Kurs stattfindet, ist alles schon im Rucksack. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. Aber du bist in dem Sinne dann Mallehrerin. Ja. Ja. Und bevor sie die Ausbildungen schon fertig hatte, hatte ich den Genuss, bei ihr 2 Tage privat zu malen. Genau das, was ihr dann in der Gruppe mit Silvia malen könnt. Und das war einfach fantastisch. Also ich vergesse diese 2 Tage nie mehr, weil wir sind so eingetaucht in mich auch, in meine Prozesse. Sie hat diesen Kurs, das war jetzt halt ein Privatkurs, so exzellent geleitet und mir gezeigt, wie ich diese Techniken umsetze, dass ich buchstäblich mit mir selber konfrontiert wurde, mit Schattenthemen. Auch Schatten kommt vor. Ne? Wie oft hat sie mir gesagt, don't kill the dark. Ne? Erinnerst ja, du dich? Ja, ja. Ja, und das finde ich so schön, weil als Coach weiß ich auch, the dark, die Dunkelheit, die ist wichtig bei uns für Prozesse, um auch Heilungen, Prozesse in Gang zu setzen. Und das ist so wunderbar, was da beim Malen alles abgeht. Und das machst du dann während 2 Tagen auch? Ja. Ja. Hast du schon gewisse Geheimnisse, ich weiß, sie will nicht viel verraten, aber gewisse Eckpunkte können wir heute vielleicht schon hören. Wie werden diese 2 Tage vonstatten gehen? Es wird ein Landschaftsbild werden, weil dann schon September ist, also Herbst. Ja. Ja. Stelle ich mir vor, einen Uferweg, schon in herbstlichen Farben. Ja. Da kann dann jeder, der teilnimmt, kann dann aus diesem Fluss den Halwiler See machen oder sonst einen See. Ja. Es ergibt sich ja alles dann von selbst beim Malen. Ja. Auch wenn alle das gleiche Bild malen, jedes Bild ist einzigartig und jedes Bild ist auch schön, wirklich. Und es kann jeder malen lernen. Es ist so wunderbar. Ja. Es gibt Leute, die denken vielleicht, ja, ich kann nicht mal zeichnen. Dazu muss man aber gar nicht so, es ist von Vorteil, aber man muss nicht ein Meister im Zeichnen sein. Das hat mir auch so gefallen. Ich habe zwar vor einigen Jahren, die Kunden von mir wissen das, inspiriert malen gemacht für meine Kunden, 1-2 und auch in Kursen. Das heißt, da hat man auch Blockaden gelöst. Obwohl ich vorgängig in Kurse gegangen bin, wie man malt, Acryl war das damals, bei dir ist es Öl, ne? Ja. Habe ich nicht große Ahnung gehabt, als ich diesen Kurs bei Silvia gemacht habe. Aber sie leitet so wunderbar an und ich habe einen wunderschönen Wasserfall gemalt und hätte nie gedacht, dass das ein Wasserfall wird und dass man den erkennt. Also nebst diesem Prozess, den man persönlich macht, nimmt man am Schluss ein wunderschönes Bild mit nach Hause und keines sieht aus wie das andere, obwohl man dasselbe Sujet, dieselbe Vorlage nutzt. Das ist so schön. Ja, zum Beispiel bei Chantal gab es da noch eine Höhle, die gar nicht auf der Vorlage war und die hat sich einfach so ergeben. Oder zum Beispiel beim Wasserfall kam ein bisschen Grün mit rein und bei mir, als ich es ihr zeigte, dann sagt sie, lass das gefällt mir, das ist schön. Und das ist in der Natur ja auch so. Mhm. Und wenn man nachher durch den Wald läuft, man schaut wirklich die Bäume ganz anders an. Ja. Man denkt dann, so würde ich es malen und das ist natürlich ein Prozess, der dann beginnt. Ja, der beginnt. Und auch an diesen Tagen wirst du Prozesse erfahren und ziemlich sicher werde auch ich mit dabei sein. Also wenn du denkst, ja, was geht denn da ab, wenn ich Blockaden löse und wie werde ich aufgefangen? Du wirst professionell aufgefangen sein. Es findet am 23. und 24. September statt und zwar bei uns im Kanton Aargau in Menziken.
Und wir werden im schönen Hotel, dann, also einige Minuten zu gehen, in einem Hochhaus in der obersten Etage werden wir essen. Und wer da auch übernachten möchte, wird dann uns die Links kriegen von uns mit Übernachtungsempfehlungen. Aber gerade dieses Hotel Glashaus hat wunderbare Zimmer, ganz, ganz schön romantisch. Also ideal, wenn du ein Wochenende mit Wellness für deine Seele verbringen möchtest. So ist es ja, nämlich, ne? Richtig, ja, für die, ja, Seele. Ja, ja. Malen ist ja eine therapeutische Angelegenheit, ja, auch. Man kann auch mit älteren Menschen und zeichnen, Menschen, die sogar dement sind, ja, die tauchen total ein. Ja. Und die Konzentration, also bei mir persönlich ist das so, wenn ich friere und ab und zu kühl oder kalt empfinde, wenn ich nur beginne mit dem Zeichnen, ich tauche ein und die Konzentration ist so groß, dass ich sofort mich der Jacke entledigen muss. Du hast dann warm. Ja, es wird ja sofort. Ja. Wunderschön. Da geht einiges ab in uns, Körper, Geist und Seele. Und wenn dir das gefällt, musst du dieses Datum unbedingt vormerken, 23. und 24. September. Wir werden dann rechtzeitig promoten auf ihrem Account und auch bei mir. Und was noch ein Special ist, wenn du jetzt denkst, ich kann doch nicht in den Kanton Aargau und die Schweiz gehen, dann, wir werden ein Experiment starten mit dem Malkurs, gerade für jene unter euch, die vielleicht schon ausgestattet sind mit Öl. Du wirst mit Öl malen, geht es auch mit Acryl? Geht auch. Ja, wenn jemand Acrylmaterialien zu Hause hat, die Pinsel etc. auch schon hat, dann kann er von zu Hause aus mit teilnehmen und die Steps, die Silvia dann im Kurs durchgibt und alles, was im Kurs geht, werden wir live übertragen. Und du kannst sogar wählen, wenn du sagst, ja, ich habe zwar die Farben oder möchte sie mir besorgen, kannst du das Pinselset, was die Silvia empfiehlt, bei ihr bestellen und sie sendet es dir rechtzeitig zu. Also jetzt schon vormerken, 23. und 24. September und du wirst dann rechtzeitig unsere Werbung sehen. Und ja, wir freuen uns natürlich auf jeden Einzelnen, der sich auf sich einlassen lassen möchte und ein bisschen die Seele baumeln lassen will. Ne? Ja, ja, auch ich freue mich sehr. Das ist eine ganz tolle Erfahrung und das ist wunderbar. Ich freue mich. Bei dir wird es eine ganz, ganz kleine Gruppe sein. Also ja, nur eine Handvoll, genau, Leute werden wir live nehmen und das wird eine ganz schöne Sache auch, finde, vom Gruppenzusammenhalt. Die kleine Gruppe muss sein, also das, ja, weil es ist wirklich, wenn man hat natürlich auch, dann man weiß nicht, welche Leute schon Erfahrung haben im, ja, Malen, ja, und ob es kann auch jemand kommen, der noch gar nie gemalt hat, ja, und ich muss auf alle eingehen können und, ja, wir gehen da Schritt für Schritt miteinander vorwärts. Ja, wunderbar. Und wenn man online mit dabei ist, kann man trotzdem auch Fragen stellen. Sie kann dann dein Werk nicht sehen, aber man kann Fragen stellen. In dem Sinne ist es natürlich erstrebenswert, wenn du es irgendwie live richten könntest. Auch dir, Silvia, danke ich herzlich. Du bist heute hier anlässlich dieser Generalversammlung als neues Mitglied in der Akademie. Es ist wunderbar, diese Energie, wie die jetzt gestärkt ist seit dem heutigen Tag in der Akademie. Die Akademie Libelle, die hat vieles vor in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Wahrnehmungstraining und Talentförderung. Und wenn auch du Lust hast, einen unserer Kurse oder gerade diesen mit Silvia zu buchen, dann stay tuned, sei immer mit mir oder mit Silvia jetzt verbunden und du wirst nichts verpassen. Ich glaube, wir werden noch deine Webseite posten. Ist das in Ordnung? Ja, sicher. Unten ins Video, ja, rein, wenn du mehr über Silvia erfahren möchtest und wenn du mit uns beiden verknüpft bist, im Newsletter oder auf den Social Medien, dann wirst du sicher nichts verpassen. Dann herzlichen Dank. Auch vielen herzlichen Dank, Chantal. Wunderbar, danke fürs Interview. Tschüss. Danke.